So, auf in den Kampf, wieder ein neuer Tag, wieder der gleiche Ablauf. Boah, ist das öde, ey. Die Lampe nehme ich mit. Ja, unsere gute Glühbirne, die wir gekauft haben. Im Bauhaus extreme Glühbirnen-Wechselvideo. Die hat heute den Geist aufgegeben. An Tag, was weiß ich, 20, 30? Nee, das ist schon länger her. Am 21.12. Naja, hat anderthalb Monate oder ein bisschen über einen Monat gehalten. Muss ich umtauschen. Gestern fing sie an zu flackern. Ja, das kann nicht sein. Du hast 3, 4, 5 Jahre Garantie. Oder vielleicht zu erzählen, ich weiß es gar nicht. Jetzt muss ich die Glühbirne umtauschen. Das mache ich jetzt gleich. Auf dem Rückweg, wenn wir Anouk weggebracht haben. Prost, ja. Ab in die Schule. So, erster Anlaufpunkt ist das Auktionshaus heute. Ich gehe jetzt mal rein und schaue, was es gibt. Zweiter Anlaufpunkt wird heute die Tankstelle sein, weil der Wagen piept schon ohne Ende. Dritter Anlaufpunkt heute wird das Bauhaus sein. Und der vierte Anlaufpunkt ist denn Max Krupper, die Metallbude, wo wir den Fahrradrahmen letzte Woche abgegeben haben. Und da werden wir dann auch mal nachfragen, wie weit das ist. Wahrscheinlich ist es schon fertig, dann können wir ihn gleich abholen. Und mal schauen, ob er uns verrät, wie er den dann rausgekriegt hat, mit welchen Mitteln. Also das wäre echt cool, wenn er uns das noch sagen würde. Ja, mal sehen. Jetzt gehe ich erstmal rein ins Auktionshaus. Also bis gleich. Jo, ich war gucken im Auktionshaus. Hab meine Vorgebote abgegeben. Einmal ein Posten Fotos und Dokumente. Und einmal ein Posten Uhren und Modeschmuck. Jetzt fahren wir tanken. Jetzt wird getankt. Ja, muss ja auch mal sein. Mann, ist das teuer geworden? Wieder? Kann das sein? Fast ein Fuffi für 33 Liter? Ist teuer, oder? Kann mich aber auch irren. Ich habe keine Ahnung. Lange nicht mehr tanken. Lange halten. Ist ja ein sparsames Auto. Ist ein schönes Auto. Ein fantastisches Auto. Das ist ja das beste Auto, was ich jemals habe. Hatte. Fantastisch. Ein schönes Auto. Und wo habe ich sie gekauft? Im Auktionshaus. Im Auktionshaus. Ein Auto. Das andere war eine Werkstatt. Habe ich das schnell gekauft. Also einfach ist das so. Oh, Auto, zack, kaufe ich das übergangsweise. Natürlich nicht, war günstig. Jetzt fahren wir zum Bauhaus übrigens die Glühbirne umtauschen, die von dem extrem Glühbirntausch extrem jetzt schon durch ist. Also wie kann denn das sein? Gestern fing er an zu flackern, heute ist er ausgefallen. Einfach weg. Das darf nicht sein für 14 Euro, wenn sie auch 5 Jahre Garantie geben. Mal gucken, was sie sagt. Bin sehr gespannt. Nächsten Monat wieder, in einem Monat nur helfen. Da muss ich einmal im Monat jetzt hin. Da muss ich jetzt jeden Monat hin und die umtauschen. Die ich auch nicht. Also mal sagen, was da länger hält. Also vielleicht ist die zu heiß geworden oder was. Kann auch nie sein. Kann dann nur so heiß werden, wie sie heiß werden darf eigentlich. Man versucht ja Erklärungen zu finden, die man nicht finden kann. Vielleicht einfach nur ein Produktionsfehler. Eine Glühbirne umtauschen, habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, die waren ja auch immer nicht so teuer, war, aber jetzt 14 Euro und ich meine, da steht dick drauf auf der Verpackung. Die habe ich gestern entsorgt übrigens. Ich dachte, eine leere Verpackung offen. Jetzt weiß ich warum. Und dann ist die Glühbirne kaputt gegangen. Ist ja unglaublich, als wäre das miteinander gekoppelt. Oh ja, die Verpackung weggeschmissen, ich kann kaputt gehen. Nicht dein Torwart. Tommy reklamiert. Neue Reihe. Neue Serie auf YouTube. Tommy reklamiert. Glühbirne, jetzt zeige ich euch nochmal die Birne und ich zeige euch nochmal die Rechnung. Rechnung haben wir hier. Es war am 21.12. Heute haben wir den 30.01. Nicht mal anderthalb Monate. Da ist die Birne. LED, Osram, ich tausche die jetzt um. Ich bin gespannt, was die sagen. Unglaublich, dass ich deswegen hier fahren muss. Verdienstausfall und alles. In der Zeit hätte ich 5 Räder verkauft. So, ich mache was ich noch nie gemacht habe, eine Glühbirne reklamieren. Das ist unglaublich. Also sie war amüsiert und nett. So, der Teig unten gekriegt. Ich soll hier hochkommen, ich will dir melden. Ich muss eine Glühbirne reklamieren. Habe ich ja noch nie gemacht, aber die hat gehalten jetzt einen Monat und ein bisschen.
Und ich würde natürlich die gleiche normal nehmen. Ich weiß auch nicht, warum die ausgefallen ist. Erst dann fingen sie an zu flackern. Ja, Made in China steht drauf. Genau, ist der Osram steht da drauf. Ich habe die da extra geholt, weil Osram drauf steht. Die haben aber alle dicht gemacht hier und schön nach China rübergegangen. Und das ist ein Starboard. Ja, das ist doch scheiße. Finde ich auch. Naja, ich meine, und gestern habe ich die Verpackung auch noch weggeworfen. Ich meine, meine Tochter meinte dann, ja, fing an zu flackern und heute Morgen ist er ausgefallen dann tatsächlich. Mhm. Vielleicht funktioniert sie jetzt so wieder. Zu kalt, zu heiß, zu heiß geworden ist, irgendwas auseinander. Wenn die zu heiß geworden ist, dann hat man auch wieder Kilo gehändigt, ja, meine Frau meinte beim Rauschraum, Mann, ist sie heiß. Also früher, echt? Naja, früher war ich mal ganz begeistert von der Firma, aber so langsam. Das kann doch nicht wahr sein. Osram, made in China. Ich bin schwer enttäuscht. Vorschaltgerät im Arsch. Bin wieder hier. Das ist die alte, ja? Das ist die alte. Ist keine da, ansonsten hätte ich sie getauscht. Ja. Aber er meinte, das ist eh keine gute Qualität. Da war ich sehr erstaunt, weil es ja Osram steht ja drauf. Er meinte ja, aber unten drunter steht China. Ja, was soll ich machen? Ich bin jetzt desillusioniert, jetzt weiß ich gar nicht, was ich kaufen soll. Eine Kerze vielleicht. Oder so. Die gute alte Kerze. Die gute Kerze, die kommt auch nicht mehr aus Deutschland dann wahrscheinlich. Das ist möglich. Was kommt denn heute? So, für die Kasse dann. Na, ich. Also ich bin made in Berlin oder so eigentlich, ja? Gut, danke. Ach Mensch, so einsam. Da kann ich da rum. Ja. Ja, komm, Junge. Ja, bin da, bin da. Hast du noch was? Nee. Nee, ich hab nur Ditte und Ditte. Was ist denn das Fotoapparat? Das ist meine Kamera. Ach, Corinna, komm, der macht uns Bild zum Abschied. Nein, mach ich nicht. Darf ich doch ja nicht. Komm, wir machen wieder Selfie nachher, ja? Ein Selfie könnt ihr mal, ja. Ja. Genau. Das ist nur, das ist privat. Und was findest du denn da? Pornos oder was? Porno? Na, sag mal, dann komme ich nicht ins Bauhaus. Das ist ja hier wirklich unglaublich. Das ist ja von die Männer verwöhnt, verstehst du? Das ist unglaublich. Ja. So, ich sage Wort und müssen Sie spuren, ja? Ciao, ja? Danke, danke, ciao. Tschüss, ciao. Ja. Ich habe eine Wohnungsaufnahme gemacht. Ja? Ich musste anrufen, aber ich habe dann weiter gehabt. Telefon hat gesprochen. Ei, 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 ei. Ja, rufst du an. Oder SMS oder so. Wenn du SMS machst, so eine Nachricht, dann melde ich mich auf alle Fälle zurück, weil ich bin selten erreichbar, aber ich rufe zurück, wenn ich weiß, wer es ist, was es worum es geht. Ja, okay. Kurz schreiben, Wohnung. Ja. Ich rufe dich an. Ja. Okay, alles klar. Was gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für eine? Das hat mitgekriegt, die wollt unbedingt auf die Kamera. Das gibt's doch ja nicht. Kriegt ihr nicht machen, im Bauhaus. Guck mal, irgendwelche Mitarbeiter da, die haben wir denn online. Ja, dann gibt es ja wieder Theater hier von der Geschäftsführung. Man kriegt meine Birne nicht, kriegt meine LED nicht gekauft. Leider, leider nicht. Es wäre alles. Ups. Schade eigentlich. Es wäre eigentlich alles geklärt. Ist kein Problem. Vorschaltgerät im Arsch. Osram. Hm, ja, aber es steht ja China drauf. 14 Euro für eine Glühbirne aus China. Kinders, was ist denn da los? Also da kenne ich chinesische Seiten, da sind wesentlich günstiger. Also pieps, pieps, pieps kann man da empfehlen. Jo, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir zu Max Krupper. Also natürlich sind wir nicht bei Metalla gelandet, noch nicht, sondern erstmal bei Claudia. Weil da fahren wir nämlich dran vorbei. Dann halten wir natürlich dann mal an. Neuigkeiten, ein Ticket. Rares. Moin. Da war nichts zu holen. Jetzt fahren wir zum Metalla und danach nach Hause, damit ihr frühstückt und. Matti Borstrasse. Max Kopper, wir kommen. Ach Mensch, das ist ja ein Hin und Her, ein Hick und Hack, ein Knick und Knack, ein Knicki-Knack, Knacke-Fack. Also, es ist nicht raus. Wir haben es aber auch noch nicht probiert. Da ist er jetzt ganz panisch. Ach ja, den Rahmen. Mensch. Stand immer noch genauso da, der Rahmen. Oh. Was für ein Tag. Ey, heute ist nur am Hin- und Herfahren. Na. So, das haben wir hier rein. Ich gucke mal. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ah, oh, bin ich aufgeregt. Eigentlich nicht. Dafür mache ich schon zu lange.
Aber wir treiben die Spannung auf den Höhepunkt. Ich habe nicht viel investiert in meinen Vorgeboten und hoffe, die sind noch da oder beziehungsweise ich habe sie bekommen. Wenn nicht, werde ich jetzt mitbieten. Das dauert jetzt im Moment. Also bis später. Tada, 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 ist jetzt zum Kotzen. Ich habe nichts bekommen. Mann. Alter, setzen was mit 20 Euro an. Hat den, der eingeliefert hat, nicht gesehen, was da drin ist. Ich habe sie gesehen. Leider haben es auch ein paar andere gesehen. Bis 500 Euro bin ich denn. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann in die Brothöhe natürlich. Zuschlag. Dafür habe ich noch ein paar Bücher abgegriffen. Eins für Dennis, nämlich tierische Gifte und giftige Tiere. Ja, dann habe ich noch ein Spielkartenbuch, ein altes, über alte Spielkarten. Ah, ich finde auch wieder dieses Jahr, ich finde auch wieder einen Schnapper. Man ist ja so ein bisschen auf der Suche, so Jäger und Sammler. Und ich finde so gerne Sachen. Was jetzt finde ich gerade nicht. Mann, schade. Egal. Oh, jetzt erfolgt der Restschnitt. Ja, also jetzt, wie gesagt, schneide ich noch den Rest zusammen. Falls noch was Interessantes passiert, kommt das morgen mit in den Querschnitt drin. Aber heute war ja Rindfall. Es ist ja nichts, hat geklappt. Nicht die Dübeln tauschen, nicht was zu ersteigern. Ach, ich ärgere mich. Nicht der Fahrradrahmen. Mal gucken, hat der an hier oben Fahrradrahmen? Ah, guck mal da hin. Nee, hat nicht angerufen. Hat auch nicht angerufen. Was ist denn da los? Hat einer angerufen? Bei dir? Nee. Gut. Hat keiner angerufen. Hat der Ola nicht angerufen? Also hat nicht geklappt. Die Glühbirne umtauschen hat nicht geklappt. Der Fahrradrahmen hat nicht geklappt. Und Auktionshaus hat nicht geklappt. Was für ein erfolgreicher Tag. Naja, gut. Na dann bis morgen. Bis morgen, habe ich gesagt. Ja. Oh, tschüss.